Kapitel 3. So. Das Doofe ist jetzt aber. Ne? Ich hatte jetzt eben wirklich Bild und habe so sch zu schnell weggemacht. Man hat mich gecheckt, ob die Aufnahme wirklich an war, aber egal. Keine Musik, alles ruhig. Ja, schade. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar: Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Ja, was ist jetzt eigentlich mit Iberion? Sollte ich nicht irgendwie was Was besorgen? willst du? Ah, die Schnauze, ey, wie unfreundlich. Wie sieht es... Was willst du haben? Hä? Wenn du meinst... Hä? Gib mir die Spruchrollen. Setze diese Zauber hier mit Bedacht ein. Okay. Wir sehen uns. Nee. Wenn du meinst... Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Keine Kräuter sammelt für Iberion. Okay. Und bevor wir uns auf den Weg machen, wollen wir das natürlich im hellen Licht machen. Obwohl wir eh im Tempel wieder etwas dunkel ist, aber scheiß drauf. Bitte bis zum nächsten Morgen schlafen. Verschwinde aus meiner Hütte oder ich rufe die Wachen. Ja. Ist ja gut, ey. Gehst ja eh nicht pennen. Alle machen ihren gewohnten Gang wieder. Iberion. Pennt da oben noch. Ja, er ist tot. So gut wie. Oder vielleicht überlebt er, weiß nicht. Spaß. So, da das. Führe mich zum Orkfriedhof. Koh-Angar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Balukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Tja. Tja, Talas, da hast du selber hat eingebrockt, wa? Bei solchen Wegen weiß ich nie, was ich so labern soll. Das ist... Wir können natürlich philosophieren über diese Maskulinität. Nicht von Talas, nein. Von unseren namenlosen Helden. Oh yeah. Oder wir philosophieren über... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir können ja auch mal Talas versuchen, einfach mal niederzuschlagen. Habe ich irgendwie ein bisschen Lust drauf. Einfach so zack, 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 Waffe aufheben, alles wegnehmen, schnell zum Orkfriedhof. Natürlich nicht, das wäre ja gar nichts. Das wäre ja richtig asozial. Wir sind da so. Und oh, kommen die mit? Los, ihr kommt mit. Durch die Mitte mal eben. Ich bin schneller. Super Jump.
Ich sagte, super Job. Willst du mich verarschen? Geht doch. Na, jetzt blockt uns da Lars noch. Ich glaub's nicht. Fussa! Komm, wir joggen eine Runde. Dann. Was für eine Ausdauer, die hier im Spiel haben. Ne? Die joggen und joggen die ganze Zeit über die Wege entlang. Das ist heftig, heftig. Heftig, deftig, würzig, gut. Bommage, da, 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 da. Mann, irgendwie geht's mir heute nicht Judo. Da oben können wir auch nochmal lang. Aber wir haben ja einen anderen Weg vor uns. Und Talas hätte, glaube ich, von Anfang an hier lang gehen können, aber egal. Ist nicht dein Ernst, oder? Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Balukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Ja, dann, Juknoff. Hä, wie jump ich noch? Ach so, ja, falsche Taste eben gedrückt. Zum Jumpen. Nun sind wir in dem Bereich, wo... Ah, ganz vergessen. Ah, was ein Schmarrn. Irgendwann treffe ich. Oder auch nicht. Ja, komm und zack. Ja, komm und zack. Das wird scheiße. Homo. Wenn ich jetzt treffe, schuldet ihr mir alle 10.000 Euro. Boah, ich werde reich. Boah. Schmarrn. Mach dein Schmarrn. Boah, zieht der aber an Leben, du. Nein! So kurz davor, ey, nein! Okay. Jetzt nochmal hier speichern. Das war nicht schlecht. Aber doch nicht ganz perfekt. Ich kann ja einen nach dem anderen herlocken, das ist ja... Oh. Ja, komm her. Ja, noch besser! Ich weiß, ich bin sexy. Du musst dich nicht so sehr an mir ranschleichen, du. Ich bin einfach nur maskulin und hammermäßig geil. Ich hoffe, wir sind weit genug weg, dass sie uns nicht angreifen. Tja. Ich würde mal sagen, das war wohl nichts. Ach, Mana-Bonus ist das. Oh! Falsches Zeug gefressen, Magenverstümmelung. Verstümmelung? Nee, wir wollen ja nicht verstümmeln, also, oder? Verstimmung. Verstümmelung. Okay, wer ist der Nächste? Von euch? Ich würde mal sagen, du da. Es sind zwei. Mich eigentlich jetzt endgültig verkackeiern? Ja, geht doch! Oh, zwei Orks rechts. Noch besser. Ich würde mal sagen, ab hier. Na komm her! Na komm! Lecker Steinbrecher! Tja. Ich bin nicht so doof.
Komm, den letzten hier, da machen wir jetzt mal volles Risiko. Ich werde zwar wahrscheinlich dann ver... Oh, ich habe ihn direkt getroffen. Oh, ich schuldet mir wieder 1000 Euro. Komm mal bitte runter. Ich kann dich nicht so angreifen. Boah! Wuhu! Knapp, aber wir haben es geschafft. Ich wusste, dass irgendwie was nicht so ganz perfekt läuft, aber trotzdem. Ein paar Sklavenbrödel fressen. Oh, das gibt plus 30 Euro. Oh, jetzt muss ich ändern. So, jetzt sind die Orks dran. Orkjäger. Guten Tag. Oh! Hab dich auch lieb. Mit deinem Wutschatschatscha. Boah, boah! Der hat aber Schaden reingehauen, ne? Hat nichts dabei, ich glaub's nicht. Und das war gerade mal ein Ork-Jäger. Diese Ork-Krieger sind, glaube ich, noch ein Ticken besser. Ach du heilige Scheiße. So, dann komm mal her, hier, Kleiner. Okay, oder so. Na komm. Oh. Nein. Oh. Das war knapp. Natürlich.